Ich begrüße euch recht herzlich hier in Eidinger auf einen großen Umzug. Und wir sind mega froh, dass wir solche Leute hier in Eidinger, wo Fasnet feiern können. Weil ich glaube, eine richtige Kunst in der heutigen Zeit. Und wir, die Schlagerbar, mit einem kleinen Jubiläum. 20 Jahre Schlagerbar. 20 Jahre kalte Straße, hintere Gas. Und wir haben es nicht gekriegt, dass wir die Straße füllen. Und es füllt mich mit Stolz da, ein Teil von der Narrenzunft zu sein. Und wir sind heute mal Gerdburger von der Narrenzunft für 20 Jahre Schlagerbar. Und ich hoffe, ihr seid genauso gut drauf wie mir. Dann sagen drei kräftige Nari! Nicht nur Horb stimmt mit ein, denn zu 50 Jahre Eutinger Schelletralle kommen sie aus nah und fern. Ihre Hübschen haben die Beisinger dabei. Konfetti gibt es an jeder Ecke, sogar in rauen Mengen. Da bekommt selbst Ansager Armin keine trockene Kehle. Marie! 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 Und na, nix Säge und damit Spicke. Puh, David, der war ganz schlecht. Dann klappt das auch nächstes Mal mit dem Eutinger Narrenmarsch. Zudem springen nämlich die Geburtstagskinder, die Eutinger Schelletralle. Ja, genau. Nicht nur Küsschen verteilen die närrischen Zicken. Sind nicht alle so harmlos, wie sie aussehen. Da geht so mancher lieber in Deckung, vor allem, wenn die Bauwagenjungs anrollen. Hast du die Schutzgeld bezahlt, ja oder nein? Hast du nie bezahlt? Dann gehörst du mir. Der Stargeiger sorgt für besänftigende Mafiatöne, gepaart mit dem Pizzaduft aus dem Steinofen. Ob so mancher verlieren kann, das wird sich zeigen. Das Django-Team widmet sich dem handgemachten Rock, wie hier von AC/DC. Da tragen Auserwählte sogar Höhen bis zu 5 Meter. Mit dem Kinderprinzenpaar Melvin und Lara sowie dem Kinderzunftrat klingt der Schelletralle Jubiläumsumzug in Eutingen aus.